Über 20 Minuten. Spahns Corona-Regime rüstet auf. Milliarden für die Gesundheitspolizei und ungewisse Impfstoffe. In nicht einmal 6 Monaten hat ein verlogener und inkompetenter Gesundheitsminister hierzulande mehr Fehlentscheidungen zu verantworten als eine ganze Kompanie Politiker in ihrer Lebensspanne. Doch Jens Spahn gibt sich unverdrossen und zieht seinen Stiefel weiter durch. Die Pandemie wird zum Ding für die Ewigkeit und alles deutet darauf hin, dass das Corona-Regime, von dem er letzte Woche sprach, zur Dauerinstitution wird. 2 aufschlussreiche Ankündigungen ließen seit gestern keinen Zweifel daran, was hier per Salamitaktik um- und durchgesetzt werden soll. Corona als Krise, die über Corona hinaus anhält. Das klingt nicht nur sinnfrei, sondern ist es auch, solange man wirklich nur an die mehr von der außerordentlichen Gesundheitsbedrohung, die schlimmste Bedrohung seit der Pest war, glaubt. In Wahrheit ist die Pandemie, die keine mehr ist, von ihrer ursprünglichen Gefährlichkeit entkoppelt. Erstens teilte Spahn gestern mal ebenso nebenbei mit, man habe frühestens in 6 Monaten überhaupt erstmal eine Idee, wann der Impfstoff kommt. Eine atemberaubend dreiste und freche Aussage, die so ziemlich allem widerspricht, was von der Bundesregierung selbst, von führenden Wissenschaftlern und vor allem von den Pharmaunternehmen, an denen sich der Staat unter Merkel und Spahns Patronage auf in unterschiedlichen Modellkonstellationen beteiligt hat, bislang als Zielrahmen, als Zeitrahmen genannt wurde. Nachdem bereits die 3. Phase der Testungen angelaufen ist, die Russland mit seiner Impfstoffzulassung Mitte August bekanntlich ausgelassen hatte, wofür es von der WHO und westlichen Regierungen attackiert wurde, war bislang vom 1. Quartal 2021 die Rede. Und zwischen Informationen der Bürgermeister, unser Bürgermeister Bernd Wiegand, der wurde in der Pressekonferenz gefragt, Herr Wiegand, wie lange müssen wir denn diese Mundschützer tragen, die Sie da tragen? Sagte Wiegand dann lapidar, bis es einen Impfstoff gibt. Und hier zeige ich Ihnen, die Regierung hat noch überhaupt keine Ahnung, wann es diesen Impfstoff gibt. Also Sie brauchen in der Öffentlichkeit diesen Mundschutz genau. Machen Sie sich maskenfrei. Sie brauchen ihn nicht zu tragen. Sie kriegen kaum Luft und es ist ausgesprochen ungesund. Also es gibt diesen Begriff Covidioten, ja. Den hat man damals geschaffen für Corona-Zweifler. Aber heutzutage denke ich, Covidioten sind diejenigen, die bei sommerlichen Temperaturen immer noch mit Mundschutz oder paarweise im Auto fahren und beide tragen Mundschutz. Oder mit Mundschutz Fahrrad fahren. Also das sind in meinen Augen Covidioten, die wirklich alles glauben, was denen diese Regierung aufschwatzt. Nachdem bereits die 3. Phase der Testung angelaufen hat, war bislang vom 1. Quartal 2021 die Rede als spätesten realistischen Starttermin für eine zugelassene Human-Vakzine. CureVac und das Gavi-Konsortium unter Gates nannten sogar den Herbst als Starttermin. Und jetzt kommt Spahn damit um die Ecke, dass man erst im März 2021, ein Jahr nach der Pandemie, überhaupt den Zeitplan kenne für einen Impfstoff, für dessen Entwicklung und späteren Erwerb die Regierung selbst allerdings bereits Milliarden Steuergelder aufgewendet hat. Ein ewiges Spiel auf Zeit, weil würden Sie jetzt zugeben, dass wir im Prinzip einem Hoax aufgesessen sind, also einer Verarsche, einer Fake-Pandemie, dann müssten politisch Köpfe rollen, dann müsste nicht nur der Gesundheitsminister, dem enge Verbindungen, beziehungsweise der enge Verbindung zur Pharma-Mafia, zur Pharma-Lobby hat, sondern dann müsste auch Merkel, die den Lockdown ja verordnet hat, die müssten alle ihren Kopf politisch müssten Köpfe rollen. Die müssten alle ihren Hut nehmen. Oder Altmaier, der noch vor Monaten gesagt hat, Corona wird nicht einen einzigen Arbeitsplatz kosten. Ihr erinnert euch, ja? Oder erinnert ihr euch nicht? Also wenn ihr weiter rot oder grün oder schwarz wählt, dann erinnert ihr euch nicht. Merkt euch, vergesst nicht, wer euch in den Ruin gestürzt hat, wer dieses Land in den Ruin gestürzt hat. Und seid nicht dankbar für leichte Lockerungen der Corona-Maßnahmen, die ja ohne diese diktatorischen Maßnahmenverordner überhaupt nicht da gewesen wären. Also wenn der Wiegand hier die Maßnahmen lockert, dann ist das kein Grund, ihm dankbar zu sein. Er hat eure Kinder eingesperrt. Er hat sie nicht mehr in die Kindergärten gelassen, hat die Spielplätze geschlossen, hat den Zoo geschlossen. Also das solltet ihr alles nicht vergessen. Und diesem Mann dann nicht dankbar sein. Ein ewiges Spiel auf Zeit. Es geht hier nur darum, alles schön langsam und gemächlich in die Länge zu ziehen, um die neue Normalität zu verstetigen. Es darf kein Zurück mehr in die Zustände von vor der Pandemie geben. Deswegen nimmt Spahn den Menschen auch gleich mal die Illusion künftiger Urlaubsfreuden. Er sagt,
Vielleicht schaffen wir es ja auch alle zusammen, mal für den Herbsturlaub oder vielleicht auch gleich für den nächsten, für den Weihnachtsurlaub mit, nicht so weit zu fahren, sondern einfach mal die Schönheit Deutschlands zu genießen. Also Verzicht statt Wohlstand, das ist wirklich eine Endzeitpolitik, eine Endzeitagitation, dass wir verzichten sollen auf alles im Sinne der Pandemie und des Schutzes der Mitbürger, also einer erlogenen Pandemie. Es sind Durchhalteappelle an das Gemeinschaftsgefühl und die Selbstbeschränkung, die nicht nur zynisch klingen, sondern möglichst keine Zweifel daran aufkommen lassen sollen, wie dieser Gesundheitsminister auf allen Ebenen versagt hat. Masken- und Atemgerätebeschaffungschaos, unnötiger Lockdown, RKI-Zahlenchaos, unsinnige und nicht standardisierte Testorgien, widersprüchliche Einschätzungen und völlig wertlose Zeitpläne. Und die zweite Ankündigung der Regierenden, die gestern sprachlos machte, muss ebenfalls als unmissverständlicher Beitrag zur internalen Zementierung der Corona-Gesundheitsdiktatur mit all ihren noch anstehenden Folgen verstanden werden. Bund und Länder wollen als Konsequenz aus der erlogen anhaltenden Corona-Pandemie, die in Wahrheit nachweislich in Deutschland ja gerade nicht mehr anhält, bis Ende 2022 mindestens 5000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst schaffen. Wie Spahn und die amtierenden Vorsitzenden der Ländergesundheitsminister Berlins SPD-Senatorin Dilek Galigi in Berlin mitteilten. Richten soll es wieder mal ein Pakt. Ohne Pakete und Pakte geht ja heute nichts mehr. Und diesmal ein sogenannter Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und dafür sollen insgesamt 4 Milliarden Euro bereitstehen. 4 Milliarden Euro sind 4000 Millionen Euro. Wir haben noch eine Viertelstunde. Nach Corona ist vor Corona. 4 Milliarden für die Implementierung des bürokratischen Molochs inklusive weiterer Aufblähung des öffentlichen Dienstes um 5000 Planstellen bestätigen uns vor allem eins. Als vorübergehendes Phänomen betrachtet die Regierung diese Krise definitiv nicht mehr. Wenn, falls überhaupt, Corona wirklich irgendwann verschwinden sollte, dann wird gleich die nächste Pandemie aus dem Hut gezaubert. Der ÖGD, zu dem Heerscharen von Mitarbeitern bei Gesundheitsämtern gehören, die Zwangstests in Obhutnahmen, Quarantänekontrollen inklusive unangekündigten Hausbesuchen durchführen, werden als neue Gesundheitspolizei etabliert. Wie das ZDF berichtet, sind zunächst bis zum 31. Dezember 2021 mindestens 1500 Stellen für Ärzte, weiteres Fachpersonal und Verwaltungsmitarbeiter geplant, so Spahn. Für jedes der 400 Gesundheitsämter in Deutschland sollen insgesamt 10 bis 20 neue Stellen geschaffen werden, je nach Größe des jeweiligen Amtes. Der Umbau Deutschlands zum Corona-Staat schreitet voran. Und derweil sinkt natürlich die Zahl der Corona-Intensivpatienten, also diese 9000 Corona-Toten, also Grippetoten gab es in diesem Jahr eigentlich so gut wie gar nicht, die wurden alle als Corona-Tote bezeichnet. Und vergleichbar im Jahre 2016 gab es 23.000 Grippetote und da gab es eben keine Pandemie ausrufen. Corona ist nichts anderes als eine Gruppe, nur eben unter einer neuen Mutation, nicht sterblicher. Die Sterberate war damals aufgrund eines Rechenfehlers, hat man behauptet, Corona wäre so tödlich, weil die zehnfach hohe Sterberate dort ausgerechnet wurde und das wurde ja bereits als Lüge bzw. als Irrtum, das hat Merkel auch gesagt, oh, wir haben uns verrechnet, bzw. das RKI hatte sich, Robert-Koch-Institut hatte sich verrechnet. Es ist ausgemachte Sache, wenn im Herbst und Winter wieder die ganz normale Grippesaison beginnt und die Bürger vermehrt an Erkältungen leiden, wird der Staat auf die nächste Corona-Welle durch das Land surfen, die Zügel wie versprochen anziehen und alles vorbereiten, um dann im nächsten Jahr die Bevölkerung durchzuimpfen. Das hat man schließlich den Pharmakonzernen der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, in den gierigen Hintermännern und Profiteuren der Pandemie versprochen. Tatsächlich gibt es überhaupt keinen Anlass, weiter gegen dieses mittlerweile harmlose Virus aufzurüsten. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland mit Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt werden, sinkt nämlich immer weiter. Am Sonnabend wurden bundesweit nur noch 217 Patienten gemeldet. Der niedrigste Stand, seit alle Krankenhäuser im April verpflichtet wurden, die Zahlen zu melden. Angesichts der in den letzten Wochen signifikant gestiegenen Zahl von aktiven Infektionen sank damit auch der prozentuale Anteil der Intensivpatienten auf einen neuen Tiefstand von nur noch 1,28%. Also wie gesagt, im März, April und Mai sind zigtausend Patienten verstorben,
wegen aufgeschobener bzw. nicht durchgeführter Operationen, die lebensnotwendig waren. Die Leute sind nicht an Corona gestorben, sondern wegen Corona, weil die Krankenhäuser verpflichtet worden sind, Intensivbetten freizuhalten. Und deswegen konnten da viele Leute halt zigtausend nicht operiert werden und sind daran gestorben. Normalerweise müsste jede Regierung, die diesen Genozid zu verantworten hat, ihren Hut nehmen. Bei knapp 17.000 Menschen ist laut RKI-Zahlen derzeit eine akute Corona-Infektion nachgewiesen. Sowohl Mitte Juni als auch Mitte Juli lag der Wert für einige Tage bei einem Zwischentief von etwa 4.700 Personen. Wobei man hier natürlich besser von positiv getestet reden muss. Mitte Juni befanden sich davon aber immerhin noch rund 8% auf einer Intensivstation. Im Juli waren es 5% der aktiv Infizierten. Man hätte also allen Grund, einmal tief durchzuatmen und die Zügel wieder locker zu lassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Alarmglocken werden weiter geläutet, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ärztevertreter warnen jetzt sogar vor wachsenden Engpässen bei den Laborkapazitäten in Deutschland. Die beginnende Grippesaison werde die Zahl der nötigen Abstriche vervielfältigen, sagte die Vorsitzende des Berufsverbandes der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes BVÖGD, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe Montagsausgabe. Bereits jetzt seien die Laborkapazitäten knapp. Bei steigenden Infektionszahlen müssen wir im Herbst mit größeren Engpässen und längeren Wartezeiten rechnen. Um Grippeinfektionen und Corona-Infektionen zu unterscheiden, sei in jedem Verdachtsfall ein Rachenabstrich nötig. In der Debatte, also da ist eine ganze Industrie darum entstanden, die Rachenabstriche mittlerweile vornimmt. Das ist ein Geschäft geworden. Auf Kosten der, also Reiserückkehrer, die sich anfangs noch kostenlos testen lassen durften, müssen diese Tests mittlerweile selbst bezahlen. Bei steigenden Infektionszahlen müssen wir im Herbst mit größeren Engpässen und längeren Wartezeiten rechnen. Um Grippeinfektionen und Corona-Infektionen zu unterscheiden, sei in jedem Verdachtsfall ein Rachenabstrich nötig. In der Debatte um eine Verkürzung der Isolations- und Quarantänezeiten forderte Teichert ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern. Es muss bundesweit einheitliche Regeln für die Dauer einer Isolierung der Corona-infizierten Verdachtspersonen und Kontaktpersonen geben. Die aktuelle Debatte um kürzere Isolations- und Quarantänezeiten dürfe nicht zu einem Flickenteppich aus regional unterschiedlichen Regeln führen. Also Merkel warnt und so weiter und so fort. So, jetzt noch kurzes Lied, nein, oder? Wir ziehen jetzt einfach durch, oder? Jawohl, durchziehen. Durchziehen. Genau. Grüne. Die Grüne Partei ist natürlich auch immer ein Feindbild, weil das ja Diktaturfreunde ohne Ende, also wir landen hier in einer grünen Diktatur, das hat sich ja schon vor Corona und vor diesen FFF-Demos abgezeichnet. Die FFF-Demos haben ja den Grünen eine unglaubliche Sympathie gebracht. Also die Leute haben sich natürlich von diesen Medien, Massenmedien, die auf der grünen Welle und auf diesen FFF-Demos schwammen, halt hatten die eine Propaganda für die grüne Partei, das sogar schon zeitweise von einem grünen Bundeskanzler Habeck, das ist dieser erfolglose Schriftsteller, geredet wurde. Davon ist zum Glück nicht mehr die Rede. Die Partei versinkt wieder in die Bedeutungslosigkeit, aber ihre Allmachtsfantasien und die Diktaturfreudigkeit geben sie natürlich deswegen nicht auf. Grüne im Regulierungswahn. Nach den Innenstädten soll jetzt der Onlinehandel ruiniert werden. Typisch grün. Zuerst tragen sie mit ihrer Politik maßgeblich zur Zerstörung des Einzelhandels und damit Zerrüttung der deutschen Innenstädte bei. Und jetzt wollen sie den als Folge davon boomenden Onlinehandel an die staatliche Kandare legen. Das kommt dabei heraus, wenn Langzeitstudenten oder Studienabbrecher ausnahmslos in Hörsälen und Laberzirkeln sozialisierte Politamateure ihre Reißbrett-Ideologien auf Teufel komm raus umsetzen wollen. Ausgerechnet eine der ausgewiesensten Politdilettantinnen Deutschlands, die grüne Katrin Göring-Eckert, versucht sich nun im nächsten Politikfeld, von dem sie keine Ahnung hat, aber trotzdem Schaden anrichten kann. Durch eine Regulierung des Onlinehandels soll der Verödung von Innenstädten entgegengewirkt werden. Dass diese Verödung ganz wesentliche Folge von grünen Maßnahmen ist, ob nun von ihnen selbst durchgesetzt oder durch andere Parteien, die ihren fortschrittsfeindlichen Ökopopulismus übernommen haben und es somit um ein klassisches Beispiel von Haltet den Dieb handelt, scheint Katrin Göring-Eckert zu verdrängen. Durch Umweltzonen, Fahrverbote, gezieltes Verkraulen von Autofahrern, eine rein an fiskalischen, nicht ordnungspolitischen Zwecken orientierte Parkraumbewirtschaftung mit immensen Parkgebühren bei gleichzeitiger vorsätzlicher Verknappung von Parkraum, Einführung von immer mehr Radwegen, aber auch durch die von Grünen maßgeblich mitzuverantwortende multikulturelle Bevölkerungsveränderung Deutschlands mit ihren Auswirkungen auf den Geschäftsmix wurden immer
immer mehr einst blühende Innenstädte zu regelrechten Dreckslöchern. Also wir brauchen ja bloß den Boulevard hochzugehen, die obere Leipziger Straße ab, Leipziger Turm. Das ist eigentlich nicht mehr begehbar. Dort ist kein Einkaufserlebnis mehr. Also könnt ihr, das ist wirklich grüne Verkraulungstaktik. Der inhabergeführte hochwertige Einzelhandel ist längst ausgestorben. Inzwischen verschwinden auch die Filialisten, also die Filialisten, vor allem dank Corona. Und am Ende bleiben nur noch Ramsch und Secondhand-Läden, Dönerbuden, Tattoo-Studios, Shisha-Bars und Handy-Shops. Schaut oben auf den Boulevard. Vertrashung der Innenstädte, vor allem dank der Grünen. Und wenn sich dann die Bürger und Einkaufspendler vor allem in der Peripherie und Einzugsgebiete erfolgreich abgehalten von einstigen Samstagsshoppen in der City, also nicht wir machen das, sondern Wiegand mit seinen Corona-Verordnungen und unter anderem die autofreie Innenstadt und so weiter. Also die Leute kommen einfach nicht mehr hergefahren, weil das ist kein Einkaufserlebnis mehr. Und dann heißt es, ja, weil Liebig eine Stunde am Sonnabend steht, bricht hier der Einzelhandel zusammen. Das ist ja totaler Quatsch. Also es ist ja wirklich Müll, was die erzählen. Und wenn sich der Bürger und Einkaufspendler, vor allem der Peripherie und der Einzugsgebiete, erfolgreich abgehalten von einstigen Samstagsshoppen in der City, am heimischen Rechner notbehelfen und zunehmend im Internet shoppen, da kommen Katrin Göring-Eckardt und Co. und versuchen, den Onlinehandel massiv zu regulieren. Was in grüner Logik natürlich wieder nur eines bedeutet: mehr Steuern und Abgaben. In Planwirtschaft dirigistischer Kaltschnäuzigkeit doziert die Grünen-Fraktionschefin, die Marktmacht des Warenverkaufs über das Internet müsse zumindest begrenzt werden, denn der klassische Handel sei inzwischen stark ins Hintertreffen geraten. Neben steuerlichen Maßnahmen wie einer Digitalsteuer könnte aber auch das Bundeskartellamt etwas zu einer Regelung beitragen. Außerdem brauche es einen sogenannten Innenstadtgipfel, um die Zentren wieder attraktiver zu machen, zitiert der Deutschlandfunk die Grüne, denn die Cities dürften keine Orte der Leere und der Depression werden. Also wir haben hier mit unserer Demonstration wirklich erfolgreich geschafft, diese Innenstadt zu beleben, weil dieser Rummelplatz, der hier steht und auch der auf der anderen Seite, der wäre ohne unsere Demonstrationen, die hier Sonnabend und Montag stattfinden, wäre der gar nicht da. Da wäre Wiegand niemals auf die Idee gekommen. Er nannte es am 15. Juli zur Stadtratssitzung, nannte er es Marktverknappung, also er wollte Platzverknappung, damit hier Demonstrationen dieser Art nicht stattfinden dürfen. Dabei sollten aber die Passanten hier nicht vergessen, dass dieser Rummel eigentlich nur wegen unserer Demonstration errichtet worden ist. Ja, haben wir noch eins? Ne, ich habe glaube ich gar nichts mehr. Ich muss mal schnell schauen. Ich bin hier wirklich durch. Gut, dann machen wir hier einfach noch ein Lied und dann kommt es noch den Faller ins Leben und wir sehen uns wieder am Sonnabend. Da gehe ich auch davon aus, dass wir wieder an dieser Stelle sein werden, wenn sich Herr Wiegand nicht wieder dem Stuhlspiel verschreibt. Aber ich glaube, ntv.de hatte heute gesagt, er hat jetzt alles probiert. Also ich glaube, er macht das nicht mehr. Also er hat zumindest da gesagt, meine Maßnahmen, die ich dafür gemacht habe, er meint diesen Rummel hier, haben nicht gefruchtet, um diese Leute vom Markt zu vertreiben, also um die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Also ich weiß nicht, ob er aufgegeben hat, aber es ist natürlich auch, wenn er weiter so macht mit seinen Verknappungsmaßnahmen, dann ist das auch Untreue, weil das kostet alles auch einen Haufen Geld. Er hat ja dort auf die andere Seite, er hat ja zeitweise immer, wenn wir eine Versammlung angemeldet hatten, hat er dann 300 Schüler aufstellen lassen. Die Aufstellung hat gewiss 1000 Euro jedes Mal gekostet. Die Verfahren, die wir hier, um uns hier einklagen zu können, um das Grundrecht zu schützen, um das Grundrecht wiederzuerlangen, hier eine Versammlung zu haben, die Verfahren, das muss alles der Staat bezahlen, weil wir ja regelmäßig jetzt in den letzten Wochen auch gewonnen haben. Das heißt, er hat das auch selbst, diese gelben Linien, die er hier auf den Markt gemacht hat, hat er eigentlich nur gemacht, weil er dachte, wir können dort nicht demonstrieren, denn wenn er diesen Platz dort als Sperrfläche markieren lässt, auch das, tausende Euro, da war die Hastra hier den ganzen Tag mit 5 Leuten beschäftigt, um diese gelben, unansehnlichen Flickenteppiche hier auf dem Markt zu verteilen. Und das ist nur, er sagte, ja, da könnte man auf keinen Fall eine Versammlung durchführen, weil die öffentliche Sicherheit wäre dann gefährdet, weil das sind Stellplätze für Rettungsfahrzeuge. Er hat das selber bewiesen, dass dem nicht so ist, indem er am Sonnabend um 11 Uhr hier den Christopher Street Day und diese Regenbogenfahnen dort eigenhändig gehisst hatte. Da waren 30 Leute ungefähr da, da war ein Lautsprecherfahrzeug da. Es sah eigentlich genauso aus wie das, war aber keine politische Versammlung, es war eine Veranstaltung. Aber es war genau dasselbe und da dürften ja normalerweise nach der Logik, und das wird auch das Gericht, das Verwaltungsgericht sehen, dass es jetzt mittlerweile erkannt hat, dass der Wiegand nur eine Verknappungsplatzmaßnahme macht.
Wenn er das nochmal versucht, da halten wir ihm genau diese Veranstaltung, die er durchgeführt hat, vor und dann geht das Verwaltungsgericht auch mit und sagt, na Herr Wiegert, wenn Sie selber Veranstaltungen in der Größenordnung dort durchführen, dann können Sie das anderen nicht verwehren. Ja, und wir kommen jetzt auch hier wirklich zum Schluss. Die Versammlungsbehörde möchte auch nach Hause, die Polizisten möchten nach Hause und haben eigentlich auch mehr zu tun. Und ich danke euch wirklich, Ihnen wirklich, dass Sie hier immer stehen und uns auch beschützen vor möglichen Übergriffen, die es ja auch schon gab. Aber ich habe euch nicht bestellt. Ich möchte diese Steuerkosten eigentlich auch nicht verursachen. Das ist die Entscheidung anderer Menschen. Also ich denke, wir kommen friedlich auch so klar und könnten hier kundgeben ohne Polizei, wenn wir nicht eben Gefahr laufen würden, von anderen von außen angegriffen zu werden. Ja, dann kommen wir zum Pfallersleben, Heinrich von Pfallersleben, der Dichter unserer Nationalhymne, der hat 1851 das Gedicht Deutsche Verzweiflung geschrieben. Und das geht wie folgendermaßen, und das ist eben die Angst, die ich euch nehmen möchte, die Angst, eure Meinung frei zu sagen. In Angst und bürgerlichem Leben wurde nie eine Kette gesprengt. Hier muss man schon mehr geben, die Freiheit wird nicht geschenkt. Es sind die glücklichen Sklaven, der Freiheit größter Feind. Drum sollt ihr Unglück haben und spüren jedes Leid. Nicht Mord, nicht Bann, nicht Kerker, nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen, stärker soll es von Wirkung sein. Zu Bettlern sollt ihr werden, Corona wird dafür sorgen. Sollt hungern allesamt, zu Mühen und Beschwerden verflucht sein. Und verdammt euch soll das bisschen Leben so gründlich sein verhasst, dass ihr es fort wollt geben wie eine schwere Last. Erst dann vielleicht erwacht noch in euch ein neuer Geist, ein Geist, der über Nacht noch euch uns hin zur Freiheit reißt. Kommt gut nach Hause. Das Lied spielen wir nicht ganz aus. Für den Abbau noch. Danke, Versammlungsbehörde. Danke, Polizei. Danke an euch alle. Danke an die Leute in den Livestream. Kommt gut nach Hause. Yo.